Ja, Leute, willkommen zur nächsten Folge von Topf Attack 2 und ich bin mal wieder am Brennen. Das heißt, Rietze ist da. Hallo. Burger Nuggets Pommes Go und damit Fackel in 6 Arschloch. Hä? Wie jetzt? Aber brennende Fackel. Gehen wir mal lieber weit weg. Hier unten ist ein Schild Wupper, wird noch größer und gut. Okay, Mann, wird der Wupper noch größer und gut? Ach so, ja, keine Ahnung. Also in irgendeiner Form wahrscheinlich schon. Ich weiß nicht, RW ist ja jetzt wieder da. Du hol die mal wieder auf den Server, frag mich, was der hier halt bauen wollte, ne? Hier. Ja, wir werden auf jeden Fall demnächst mal wieder aufnehmen. Da wird er dann auch hier wahrscheinlich das ein oder andere machen. Rezeption, ich glaube, der baut hier ein Hotel. Na, das habe ich ja auch gesehen. Das ist echt geil. Also denke ich mal, dass es geil werden könnte. Also es steckt halt aber viel Potenzial drin. Mein Haus gefällt dir? Ja, dein Haus sieht echt geil aus, muss ich sagen. Leute, danke. Hat auch irgendwie eine Zeit gebraucht, das zu entwickeln. Jetzt habe ich oben noch ein bisschen was ergänzt. Da ist jetzt Holz drauf. Das wollte ich noch zeigen. Genau, hier ist jetzt so eine Halterung. Also es ist jetzt nicht viel, was ich gemacht habe, aber ich mache da mal so Stück für Stück. Und die Bürgermeisterwahl findet bald statt. Genau, ja stimmt. Das steht halt echt noch aus. Also da warte ich schon ewig. Ja, wann wird denn das mal kommen? Was schätzt du? Kein Topf Attack 3. Nicht Spaß, Topf Attack 3 kommt nicht. Wie, Topf Attack 3 kommt nicht? Denkst du, dass wir noch nicht auf Topf Attack machen kommen, wie gefloppt das ist? Na, aber guck mal, letzte Staffel war doch übelst geil. Und warum willst du jetzt Topf Attack 3 nicht bringen? Ich meine, es kann ja mal sein, dass eine Staffel dazwischen schlecht ist, aber das heißt ja nicht, dass dann alle so sind. Ich würde sagen, einfach das mal an mit der dritten Staffel, falls wir eine dritte Staffel kommen, gucken wir uns einfach mal an, wie wir, wenn die auch scheiße mit Topf Attack abgesetzt. Ich würde sagen, wir brauchen auf jeden Fall dann einen anderen Zeitraum, wo das startet. Also nicht so mitten im Sommer, sondern vielleicht viel, viel eher entweder im April oder so. Aber da müsste ja halt Tiny CR auch schon vorbei sein. Nein, das können wir nicht machen. Einfach aus dem Grund, weil halt Tiny Craft Attack ist halt dann gerade da hoch. Und Tiny Craft Attack soll von allen Projekten, will ich am nächsten nach Tiny Craft Attack vorfallen, das ist das Hauptprojekt. Ist. Ja. Das ist, wo die meiste drauf Bock haben. Tiny Craft Attack, das wird wie üblich auch jetzt wieder von Dezember bis Juli laufen. Also in Juni, 6 Monate wieder. Ja, das war eigentlich immer die Standardzeit, auch schon in Tiny CR 6 und 5. Ja, und währenddessen wird dann auch kein anderes großes Projekt laufen. Also kein Vanilla-Projekt. Mod-Projekt ist ja was anderes. Ja, genau. Also Mod-Projekte wollten wir ja immer öfter bringen. Jetzt haben wir Tinymon und so. Aber eigentlich war ja wirklich der Plan gewesen, dass ja Topf Attack jedes Jahr dann Tiny Craft Attack ablöst. Aber im Sommer spielt kaum einer. Ja, deswegen. Also ich weiß nicht, da müssten wir dann entweder eine Pause machen von Projekt oder irgendwas anderes. Wir haben ja auch dann immer noch Tiny Aura. Ja. Vielleicht machen wir dann einfach keinen Topf Attack und dafür Tiny Aura. Und ich weiß nicht, wo man dann Topf Attack noch hinpackt. Weil dann kommt ja auch immer schon Snow Village. Creation. Weil am Ende schon mal vor Creation läuft am Ende voll gut und dann kommt noch immer eine zweite Staffel. Nur mal jetzt ausgehen, falls Creation gut laufen würde, weißt du? Ja, genau. Und Creation 2 dann auch noch irgendwo mit reinquetschen. Ja, das muss halt dazwischen passen. Aber wir müssen mal schauen, wie erstmal die erste Staffel so wird, weil das ist ja auch 1.8 und da wird sich jetzt auch nicht jeder damit anfreunden können. Ja, aber man kann es ja mal ausprobieren. Ja, genau. Ich meine, das übergrößte Projekt soll es ja auch nicht werden, es soll einfach mal so ein kleines chilliges Projekt wie damals werden. Na, ich hoffe nur nicht, dass es wie Tiny Aura 3 wird. Das war ja dann auch nicht so ein gutes Beispiel für die 1.8. Ja. Hast du eigentlich noch irgendwas vor hier im Projekt oder ist das jetzt schon vorbei? Sagen wir es so, also ich habe jetzt nichts mehr vor, ich würde gerne was bauen, aber irgendwie ich weiß nicht, wo ich anfangen soll, weißt du? Ja, naja, wenn man so lange raus ist, ist das immer dann, gell? Ja, das ist einfach so, ist irgendwie auch keinen Sinn mehr. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass hier kein Mensch mehr spielt, so wirklich. Ich sehe hier irgendwie keinen Sinn mehr, so wirklich was zu bauen. Na, ich habe jetzt auch schon länger das Gefühl, dass hier keiner mehr spielen wird und ich jetzt auch nicht unbedingt weiß, was ich noch machen soll, aber ja, ich habe halt noch mein Haus und war halt eh dabei und da habe ich halt das weitergeführt ganz normal und einfach mal das auf mich zukommen lassen, den Rest. Aber ich bin jetzt ja auch nicht mehr so aktiv gewesen wie vorher. Ich wollte eigentlich noch, ich habe extra das Grundstück hinter meinem, habe ich noch komplett flachraum, weil da wollte ich eigentlich nochmal eine Burg hinbauen, die gefühlt neben trägt. Ja, stimmt. Ja, irgendwie fehlt noch so ein extra Gebäude von dir, weil du hast ja jetzt nur dein Haus, oder? Ja, eigentlich ist sowas überhaupt nicht, ist voll underhackt für mich, aber irgendwie, ich weiß nicht. Ich könnte eigentlich so viel bauen, aber irgendwie, ich hab zwar schon Bock, aber irgendwie warum auch immer. Ich glaube, wenn irgendwas mal angefangen ist, dann baue ich auch dran, aber ich bin einfach zu voll mit was anzufangen, weißt du? Ja, dieser erste Schritt, das ist immer das Schwierigste, finde ich. Kenne ich ja auch, deswegen fange ich auch immer sehr spät erst mit irgendwelchen zweiten Projekten an, also baumäßig und so. Und jetzt muss ich halt hier noch Shandys Berg zu einem Übel abtragen. Da brauche ich aber mal Effizienz 5 Netherite, weil hier mit Effizienz 4 geht das nicht.
oder Diamanteffizienz 5 würde auch reichen. Aber ich bräuchte auch mal Haltbarkeit und Mending und so. Ich denke mal, im nächsten Stream werde ich das mal upgraden, meine Items, dass ich das endlich habe. Und dann können wir hier auch ordentlich dran weiterarbeiten. Aber ich kann ja schon mal hier mit der Schaufel was machen. Da geht's ja zumindest mit Insta-Mining. Ich bin echt mal gespannt auf TinyCR 9 so langsam. Ich glaube, dieses Jahr werde ich da mir einen besseren Plan machen, was ich so vorhabe. Ja, oder ich verstehe. Du baust direkt hier, wie du hast, bis du hingegangen hast, einfach hier auf Eile, auf Dings gedrückt, auf Glockeile. Glockeile? Na, ist doch an, oder nicht? Ja, ja, ist es. Man kann nicht Insta-Minen mit Effizienz 4, das ist das Problem. So, ich kann ja ein bisschen helfen, bis wohin soll es abgebaut werden? Naja, auf jeden Fall so, dass es hier wieder gut aussieht, also dass es nicht so abrupt endet. Soweit würde ich es jetzt erstmal abbauen. Ich glaube, Shandy wollte alles machen, aber das ist zu viel. Bis da hinten hin, das mache ich nicht. Also einfach so, dass es wieder wie ein natürlicher Berg aussieht. Ja, wir können ja hier zum Beispiel so anfangen, dann gehen wir hier so langsam hoch und dann schütten wir da Erde drüber oder so. Oh, na danke. Ja, ich bin kein Gestein dort. Ja, auch wenn ich so aussehe vielleicht. Oh. Shit, Alter, halbes Herz. Ich habe nur Goldäpfel zum Essen. Na geil, die werde ich mir reinpfeifen. Ach, ich hole mir jetzt Weizen. Wird halt wieder das gute alte Brot ausgepackt. Ah, mich riecht das auf, dass man immer noch nicht das Weizen zum Beispiel rechtsklicken kann und dadurch dann das nachpflanzt direkt. Das wäre viel besser. Ist denn das zu dumm, das oder sowas? Nee, die sollen einfach mal solche Modpack-Features auch in Vanilla einfügen, die einfach in jedem Modpack schon auftreten, aber sonst noch nicht etabliert sind. Aha, so einer bist du also. Na, ich will das eben auch mal, diese Vorteile haben in Vanilla, weißt du. Jetzt habe ich nur 12 Brote rausgekriegt, das ist natürlich keine geile Ausbeute. Ah, und hier das Teil ist wieder gewachsen, das hatte ich ja neulich. Aber ich lasse es jetzt erstmal. Wir könnten ja hier einen Weihnachtsmarkt bauen. Ja. Gell? Wie damals im Mini-CA2 von Kyojin und Martin Storms. Ah, ist aber echt eine anstrengende Arbeit, hier das Ding wegzuruppen. Also selbst mit dem richtigen, schnellen Insta-Mining. Oh ne, hier ist jetzt wieder alles mögliche an Viehzeug. Ich muss mal sehen, was ist eigentlich an der Spielzeit? Ich glaube, ich habe gerade mal einen Tag, habe ich neulich geguckt. Ja, ich habe 0,93 Tage nur. Oha. Lol, und du auch nicht so viel mehr. Wie viel hat man denn letztes Mal? Da waren es doch bestimmt auch 4-5 Tage. Ja, ich glaube, ich hatte 5 Tage oder so. Ja. Aber Tiny Core auf der Gesie 8 war krank bei mir. Das hatte ich irgendwie 14 Tage. Oh ja. Okay, und Tiny CR 7 aber nicht. Da war es weniger. Dann war es, glaube ich, 7. Genau eine Woche. Ach ja. Alter, schon krass, wie Tiny CR 8 eigentlich im Vergleich war. Also, ja. Es ging ja richtig ab. Ja, aber du musst auch bedenken, genau Januar bis Mai hatten wir Lockdown. Was, ich hab die ganze Zeit gefühlt nur auf dem Server verbracht. Ach ja, stimmt. Ich hab durchgehend den Tiny Core gespielt. Na und dann noch viel AFK-Zeiten und so, gell, bestimmt. Ja, jetzt zum Beispiel so, gerade als ich meinen PC bekommen habe ich auch viel AFK, nachts in AFK-Fahren gestanden und so. Aber ich fand's trotzdem krass, Tiny CR 8 hatte ja öfter diesen Effekt, dass es nochmal wiederbelebt wurde. Ja, das war irgendwie zweimal, dass man gedacht hat, das ist tot, auch einmal ist dann gekommen, wenn man es wieder tot, dann kam es wieder. Na? Genau, das war bei Tiny CR 7 nur einmal oder auf jeden Fall schwächer. Und da waren ja auch nur Leute dabei wie Verkehrt MC oder. Ja. Und aber Tiny Core auf Deck 8, das ist ja am Anfang, ist es ja mal kurz runter, als dann Daniel so kam und dann diese eine neue Stadt gekommen wurde, war alles gut. Dann sind die ja wieder weg, dann haben die diese zwei Stadt gekommen, dann ging es ja wieder hoch, aber das war ja wieder frischig voll. Na? Also vor allem wie lange dann auch noch? Mhm. Dann kam ja noch Red Tiger und so rein. Ich weiß nicht, wie Tiny CR 9 wird, also. Es könnte natürlich auch wieder so werden, aber ob wir das jedes Mal so hinkriegen, frage ich mich halt auch, dass es so ein Erfolg wird. Aber ich will definitiv mehr schaffen, weil das hat mich echt runtergezogen letztes Mal. Dass ich immer alles verloren habe und so, also. Das war echt nicht schön. Ich war nicht dran schuld, da war ich schon stolz drauf. Na, ich muss halt auch versuchen, nicht so oft in der ersten Aufnahme und so zu sterben, weil da muss man eigentlich das meiste schaffen. Wenn du da nicht Full Netherite hast und ein Full Netherite Beacon, dann bist du halt raus. Oh mein Gott, meine Spitzhacke ist einfach gerade kaputt gegangen. Oh mein Gott, da war Mending drauf. Ach nein. Netherite-Spitzhacke. Ich hab gar nicht mehr drauf geachtet. Na toll, ey, ich muss mir halt auch eine neue Spitzhacke machen, aber generell erstmal die erste. Oder hab ich noch eine? Aber weißt du was? Lol, Verzauberung Effizienz 5. Naja, es spielt halt eh keiner mehr. Da ist es echt egal. Es ist halt übelst nervig, da oben die Blöcke abzubauen, finde ich.
musst halt immer von oben machen. Ah, ich laufe ja einfach noch mit einer Eisenspitzhacke teilweise rum, das ist natürlich auch peinlich. Ja. Ich habe halt eine Eisenspitzhacke für Glück, da kann ich dann noch ein bisschen was mehr abbauen. Aber meinst du, wir schaffen es jetzt noch diesen Monat Horror hinzukriegen? Ja. Ja. Na gut, letztes Jahr ist es ja auch erst Ende Oktober gestartet. Wir können es ja dann wieder bis Ende Dezember laufen lassen. Ja, zum Beispiel. Dann wieder nach Weihnachten noch beenden, obwohl das ist auch blöd, weil ja dann hier Dings startet Tiny CR 8 und da wollen wir das nicht auch noch haben. 9. Nicht 8. Ja, 9. Ja, meine ich doch.